ICE Frankfurt am Main, es ist 6:10 Uhr. Heute fahren wir die Baureihe 406 auf der französischen Strecke Marseille-Saint-Charles nach Avignon. Und würde sagen, wir beginnen hier einfach mal. Müssen die Tür noch entriegeln, dafür machen wir das soweit. Normal. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen aber die AFB. Dann brauchen wir noch die Zugsicherungssysteme. Zack. Zack. Und zack. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Die AFB müssen wir natürlich noch auf 40 schalten. Oder auf 30. Lassen wir das erstmal auf 30. So. Können wir uns noch ein wenig draußen umsehen und ich würde sagen, das ist doch mal ein Bild für die Götter, oder? Zack. So. Verriegeln die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Lösen die Bremse. Fahren 18 Kilometer nach Aix-en-Provence oder wie auch immer man das nennt. Bin mit Französisch leider nicht so gut. Also zumindest nicht im Sprechen. So, können wir uns als erstes mal befreien. Und dann würde ich sagen, los geht's. Waren hier wunderschön in den Sonnenaufgang rein. Traumhaft. Waren hier durch den französischen Bahnhof. Traumhaft. Wunderschön. Sehen ja auch schön, wie die Drehgestelle arbeiten. Wunderbar. Sind noch auf 30 beschränkt, aber das wird sich mit Sicherheit gleich geben, wenn wir erstmal auf freier Strecke sind. So, 110 sind angekündigt. So, ein bisschen aufschalten. Die angesprochenen 110. Ich habe letztens noch, wo ich in Holland-Tour gefahren bin, ICE3 durch Arnhem fahren sehen, auf dem Weg nach Deutschland. Wunderschön, also jetzt sind wir hier mit unserem ICE3 in Frankreich.
Schaut euch das hier an. Traumhaft. Wunderschön. So, 140. Upsa, das war zu viel. So. Wunderschön. Dann gleich 160. Und dann vermute ich mal, dass wir dann auch LZB in die LZB aufgenommen werden. Gehe ich einfach mal von aus. Wie ihr seht, fahren wir natürlich Doppeltraktion und da kommt uns ein TGV entgegen. Traumhaft. In Frankreich fährt man linksseitig wahrscheinlich, so wie ich das jetzt gesehen habe. Wunderschön hier durch die Häuserschluchten. Traumhaft. Wirklich sehr, sehr schön. Mal ein bisschen Fernlichter an hier. So, und dann dürfen wir gleich 160 für die letzten 12 Kilometer. Oh, gleich 300. Endlich kommt hier Geschwindigkeit ins Spiel. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt erleben wir noch richtig Geschwindigkeiten hier. Na komm, und auf geht's. Na, was ist AFB? Machst du nicht mit hier? Warum gehst du nicht auf 300? Was soll das? Ich habe doch voll Sollstelle eingestellt, oder nicht? Ja, Vollsollfreigabe. Warum gehst du da nicht auf 330? Verstehe ich nicht. Muss ich nicht verstehen, warum, weshalb das so ist. Aber es ist so.
Schade. Schade, 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 dass wir in den Geschwindigkeitsrausch nicht reinkommen. Ob das wieder ein Bug ist, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir sagen, warum das so ist. So. Hier schon mal Leistung wegnehmen. Bremsen. Nämlich jetzt gleich in Aix en Provence. Wenn ich das richtig ausspreche, ich weiß es nicht. So, fahren wir schön geschmeidig in den Bahnhof ein. Nee, es geht nicht. Warum auch immer. So, hier sind wir in AX en Provence TGV. So, wir schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Und fahren 67 Kilometer nach Avignon. Wisst ihr was? Dann mache ich die AFB einfach aus. Dann hat sich das. Weil das ist doch wirklich blöd. Aus. Die AFB soll aus.
Sifa. Gibt's doch nicht. Kriegt die AFB nicht mehr aus. Darf schon nicht wahr sein. Stehen bleiben hier. Vielleicht geht die nur im Stillstand aus. Sorry Leute, aber das ist doch gerade ein bisschen blöde. So, dann machen wir es jetzt mal so. Fahren wir halt jetzt 300. Ich hoffe, dass wir doch auf 300 kommen. Jetzt kaputt. Das ist total. Was ist denn jetzt kaputt? Ist alles kaputt hier. Ah, Leute. Mit 300 fahren, da müssen wir die Zugsicherungssysteme halt ausmachen, wenn es anders nicht geht. Sie fahren aus.
Entschuldigt bitte, aber anscheinend muss man die 300 km/h wirklich ohne Zugsicherungssysteme fahren, weil er das sonst wirklich nicht schafft. Erreicht. Der Cliff hat sogar 320. Wie geil! Den ICE3 im Geschwindigkeitsrausch. Kilometer. Dann dürfen wir über 300 fahren. Jetzt geht es wieder bergauf. Das ist natürlich blöd jetzt. Ach, ich hasse diese Steigung. Jetzt geht's bergab. Jawoll. Komm schon. Gucken, was er schafft. Drei vierzig. Bei 40 mit dem ICE3. Wunderschön. Wir fahren, bis er nichts mehr ergibt.
Da machen wir sogar dem TGW Konkurrenz. Im TSW ist alles möglich. Schaffen wir die 400? Bei 60. Bei 70. Jetzt geht's ein bisschen bergauf. Jetzt geht's wieder bergab. Gib ihm! Ich glaube, 370 ist so ziemlich die Grenze, oder? Das müsste jetzt noch ungefähr 3% Gefälle geben. Dann würden wir wahrscheinlich noch weiter oder noch schneller werden. Bei 74. Besonders viel Strecke, 20 Kilometer gleich noch. Schaffen wir die 400? Fell ist jetzt nicht groß genug. Das ist das Problem. Achtzehn Kilometer bleiben es noch, 17. Für 28 km/h. Ich befürchte, die 400 werden wir nicht mehr erreichen. Schade eigentlich. Aber auch das ist schon eine ordentliche Leistung. 374 hat er in der Spitze erreicht. So, gleich ist Schluss mit lustig. 300 km/h sind es gleich noch angesagt. Da sollten wir uns hinbewegen. Das geht nämlich jetzt ruckzuck. Aber das war schon ein kleines Abenteuer. 374 km/h in der Spitze hat er geschafft. Wahnsinn.
Aber wie gesagt, das kann man nur ohne Zugsicherungssysteme machen. Ihr habt es selber gesehen. So, 5 Kilometer sind wir dann auch am Ziel dieser Reise in Avignon. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen anfangen zu bremsen hier. Dass wir gleich noch kurz vor Ziel entgleisen. So, und da wären wir in Avignon. Sehr, sehr schön. In Rekordzeit. Wunderschön. Schließvorgang eingeleitet. Wieso riegelt der denn nicht? Türen geöffnet. So, ich denke mal, das war's dann hier auch in Avignon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Geht mal wieder zu. So. Hat doch die richtige Seite offen. Hat doch vorhin auch gehabt. Komisch. Naja. Das war unsere kleine, ja, wie soll ich sagen, Sprinttour durch Frankreich mit unserem ICE3. Ich würde sagen, Speedtest bestand, 374 km/h in der Spitze. Wieso läuft der denn jetzt nicht? Ey, was ist denn das für ein Scheiß hier, ganz ehrlich? Schließvorgang eingeleitet. Türen geöffnet. Sind doch die Türen öffnen? Ist doch der andere Seite der Bahnsteig. Muss ich das jetzt verstehen? Na, lassen wir das mal lieber. Hier stehen noch ein paar TGVs. Schließvorgang eingeleitet. Geht die Seite zu? Und die Seite zu. So. Ja. Wir haben benötigt 33 Minuten 58 Sekunden für die Strecke. Für die 93,13 Kilometer. Ich würde sagen, das geht noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye, bye.